der Grundsatz. Das heißt, meine Sache ist ja an dich nochmal ganz kurz, damit du mich auch richtig verstehst. Entweder ist ja alles falsch, weil jeder Einzelne seine eigene Scheiße hat, oder es ist alles richtig. Verstehst du, was ich meine? Deswegen bin ich kein religiöser Mensch. Das alles Falsche hat sich auch mitgemacht auf der Fehlerliste. Nee, deswegen sage ich, deswegen bin ich kein religiöser Mensch, weil ich mir denke, entweder sind wir alle zusammen im Team, was wir auch 100% sind irgendwie. Ja, das gibt's, aber oder wir sind niemand. Weißt du? Nicht jeder ist im Team, aber irgendwo sind alle in einem Team. Das richtig. Hat sich auf beiden Seiten gesichert. Richtig. Beiden Seiten. Ich denke nämlich auch, dass wir verbunden sind, aber jeder will seinen durchkriegen. Das ist ja auch so, wie es sein sollte. Irgendwo sollte jedes Team oder jeder seinen Weg gehen, so wie sie es mögen und können, was für Gegebenheiten gegeben sind. Ja. Aber man muss natürlich berücksichtigen, was gibt es drumherum, was für Arten und Rassen sind da. Richtig, weil seine Realität ist nicht meine Realität. Das stimmt. Er kann mein Leben nicht vorleben. Kein religiöser Mensch kann mir mein Leben vorleben. Weil das kann nur ich alleine für mich. Das stimmt, aber man kann was Schöpfung ist individuell. Weil man das weiß, wie das Leben funktioniert. Das war bei gewissen Religionsthemen so, da wussten welche, ja, was das Leben benötigt, was benötigt es, am Leben zu sein. Denkst du, die wussten das wirklich oder wurde das nur hochgespielt? Das hat sich ergeben. Manches hat sich aus ergeben, aus Bedarf. Ich glaube nicht an Gebrauchsanweisung. Doch, wenn alles perfekt wäre und wir alle perfekt wären, dann hat doch die Schöpfung keinen Sinn mehr. Wir müssen ja auch unsere Lernprozess müssen wir doch haben, oder nicht? Das Ganze nur durch Tief und Ab, hoch und runter. Der Lernprozess findet statt durch Jüngere, die entstehen und sowieso was lernen müssen. Und sie müssen richtig es wieder verfeinern. Jemand altert, das hat sich gesichert und wird besser. No. Wenn jemand altert, werden sie besser oder mehr Erfahrung hat, aber das geht nur bis zu einem gewissen Rahmen. Dann wird jemand älter, stimmt, dann schwächt es ein bisschen ab, dann benötigt man wieder die Jugend, um ja perfekt zu machen. Aber ich meine, zwischendurch hat man auch Fehler, das meine ich. Ohne Fehler lernst du doch nicht. Die Fehler, die gibt es, die entstehen manchmal aus dem Lernen, manchmal aus Umständen. Richtig. Aber Fehler sind jetzt nicht vom Grundsatz eine Straftat. Oder richtig. Strafbar, das macht dich ja nur besser. Ne? Deswegen meine ich ja. Wir müssen doch aus Fehlern lernen. Du wirst ja nur besser oder du, Evolutionen passieren ja nur durch Fehler auch, oder nicht? Nicht jeder kann aus Fehlern lernen, weil ja manchmal korrigieren andere für welche Fehler. Richtig. Daher kann nicht jeder aus einem Fehler lernen. Bestimmt irgendwo lernt jeder was aus dem Fehler, aber irgendwo kann nicht jeder was aus dem Fehler. Meine Aussage, weil ich damit, worauf ich hinaus will, ist einfach nur, dass es keine hundertprozentige Vollkommenheit geben wird. Sonst würde es keinen Lernprozess geben. Und ich will nicht vollkommen sein oder der beste Diener Gottes. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Weil wir doch eh nur am Lernen sind. Sonst hat ja mein Dasein keinen. Man muss nur am Lernen. Manchmal wendet man sehr interessantes das Lernen nimmt Thema sich manchmal was, weil man was verbessert. Aber generell muss man wirklich sagen, nicht alles ist jetzt, der ganze ist ein Lernprozess. Weil da ging es um Genaunehmer. Die haben gesagt, naja, je öfter man die Flasche genommen hat, umso besser kann man es. Aber das Lerneffekt ist nicht grundsätzlich hauptsächlich überall gegeben. Fand ich auch interessant, was du gesagt hast. Die anderen wollen immer für dich die Fehler begleichen. Aber du bist derjenige, der es verstehen sollte. Du musst derjenige sein, der die Fehler lernt, aus den Fehlern lernt. Ja, das kann nicht jeder. Kann stark, nicht starker Aussage. Sehr, sehr stark. Kann auch nicht jeder. Kann auch nicht jeder. Aber keiner ist ja auch perfekt, ne? Deswegen. Ich bin ja auch nicht perfekt. Irgendwo sind welche perfekt und wo sind alle auch perfekt. Gibt es noch mal ganz kurz, schweife noch mal rein in die Welt, die ich auch mag. Ich bin ja auch so drauf wie du, ab und zu. Ich mag diese normale Matrix-Welt ja nicht. Nicht wirklich. Weißt du, ich gucke kein Fernsehen und sag dann, guck mal da, Kim Kardashian, was hat sie heute an? Das alles interessiert mich nicht. Ich kümmere mich um meine Sachen und meine Welt. Weißt du? Ja. Und nicht, was im Fernsehen gesagt wird. So, weißt du? Du bist auch. Aber es ist auch wichtig, manchmal, wenn man Fernsehen hat, drauf zu hören, okay, jemand hat recht, nicht jeder guckt im Fernsehen. Das stimmt, das war das Fernsehmarketing. Der Fernseh- nee, ich finde es cool, wenn man so Leute wie du, die sich selbst erkunden, auch wenn du jetzt für jemand anders hättest, einen Schuss legst. Es ist auch gelernt, ein bisschen Lehre war mit dabei, da sind auch welche, die haben beigebracht, was Wissen zur Verfügung gestellt, möglich gemacht. Also so ganz selbst kommt es ja bei uns auch nicht rein. Ist ja richtig, ja. Wir repräsentieren ja nicht umsonst, ein bisschen umsonst ist dabei, aber nicht umsonst unsere gemeinsame kaiserliche Regierung, unsere gemeinsame Regierung, unsere Regierung.
Regierung, die BRD, das Leben und die Bevölkerung und Beamten, Beamte und Zacken, Zacken. Verstehe. Gerade hier tätig sind. Ich habe noch mal eine Frage, ganz kurz. Gibt es so gewisse auserwählte Seelen oder Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen sollen? Gibt es so? Ja, das gibt's. Die sind sozusagen die Wissenspunkte oder die Führer, die Leader. Ja, sozusagen, die was vorgeben, wo die Masse, die Mehrheit sich das nimmt und weiß, wenn sie das macht, das machen die Richter auch. Und wissen, wenn sie das und das machen, es ist richtig und das Ergebnis kommt dran. Es ist wie bei Fabriken, da hat jemand gesagt, nimm das Rohstoff, den Rohstoff, lass es da und da langfahren und dann kommt das Ergebnis raus. Das und das und dann ist die Cola fertig. Daraufhin haben viele die Cola gemacht. Die wichtigen Steine, die gibt es, da sind wir sozusagen. Kann man auch dabei. Diese Leute, kann man diese Lichtbringer sozusagen kaufen oder manipulieren, sodass sie auf der dunklen Seite der Macht kämpfen? Manche sind von der dunklen Seite der Macht, manche von der hellen Seite der Macht. Mhm. Beide sind eigentlich zusammen, beide haben ihren reinen Raum, wo nur die Dunkelheit ist und die Helligkeit ist. Aber vom Grundsatz führen sie auch Diplomatien und haben diese diplomatische Sachen zu klären. Und die sind ja auch dabei. Ich verstehe, starke Aussagen, du hast mich echt mindblowing, Alter. Starker Typ. Sehr stark, sehr, sehr stark. Also so kann man sich wirklich sagen, so wie wir uns gerade unterhalten, wenn die meisten hier sagen, wir haben beide einen Schuss. Ja, aber ich kann nachvollziehen, meisten, was du erzählst. Manche wissen das schon, manche verstehen ja wenigstens etwas schon davon. Mhm. Das Problem war daher die Wissensunterdrückung, dass manche denn nicht verstehen wollten. Das kann sein, weil da sind ja auch Informationen drin. Naja, jetzt weiß nicht jeder, dass man von Planeten zu Planeten gehen kann. Das ist klar. Das ist klar. Rumfliegen. Ja. Manche Enterprises haben es gezeigt. Orville ist auch dabei, sie machen auch mit. Weißt du, was mich am Leben fasziniert, weil ich selber persönlich privat gelernt habe, dass du dich nicht, dass diese Kraft eigentlich in dir steckt, dass alles Kraft von innen kommt und dass du dich, ja, und dass du dich eigentlich nicht nach außen konzentrieren sollst oder niemandem rennen, nachrennen musst. Sobald du dir bewusst bist, deiner eigenen Kraft, du kannst so viele Sachen machen. Es sei denn, YouTube-Kanal führen, TikTok oder sonst was. Das stimmt, aber das geht gemeinsam noch besser. Das eigene, ich weiß. Wenn man es zu eigen führt, dann ist es, hat es nun einen Rahmen der Größe. Ja. Und dann muss man sich trotzdem nachrichten, was machen die anderen. Ja. Man kann das eigene, man kann immer nur sagen, das eigene ist von der Masse immer weniger als das gemeinsame. Ich weiß, was du meinst. Wir sind alle verbunden. Ich weiß, was du meinst. Alles ist verbunden. Ja. Irgendwo ist alles verbunden, hier auch und irgendwo auch nicht. Aber ich meine, wenn man da nirgendwo auf Krampf herumrennt und versucht, Leute zu erreichen, was mit ihnen aufzubauen. Ich habe gelernt, dass wir, als ich das alleine angefangen habe zu machen, bin ich dabei viel, viel weiter gekommen. Als wenn ich es versucht habe, mir ein Imperium aufzubauen mit 5 Leuten. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja, man kann nur das aufbauen gemeinsam. Weil jeder hat seine eigenen Interessen. Da können die Arbeitsämter helfen oder Jobcenter. Wir haben Zugänge, wie sagen wir. Wenn jemand jetzt Geist. Neue Welten erschaffen möchte oder wenn, naja, Imperien führen möchte, muss man für fähig sein. So wie wir, muss gewisse Möglichkeiten haben, je nach Position, Wissen haben, Connection haben. Ja. Und dann kriegt man Posten. Kaiser, wie wir die Position. Hier ist eine gegebene Position beruflich. Da hat jemand eine Stellenausschreibung gehabt zum Beispiel. Das ist eine, manche dachten, das wäre jetzt nur geerbt familiär. Aber das ist wie, man benötigt ein Personal, einen Posten, jemanden für die Kasse. So benötigen die Regierung, die Imperien, Kaiser zum Hinsetzen, so wie uns, oder hinstellen, oder. Die Kronen benötigen jemand, der sie trägt, der Thron benötigt, dass wir drauf sitzen. Naja, krass, du hast ja Mathematik an sich. Ja gut, Bro, das war eine sehr gute Unterhaltung mit dir. Dann gesagt, brauchst du vielleicht irgendwas noch? Ich würde ein bisschen Geld nehmen. Ein bisschen Geld, Moment. Ich laufe ja nur mit... Vielleicht könnte die Verbreitung hilft auch was rum. Ist jetzt nicht viel, aber ich laufe immer nur mit Kreditkarte rum, Alter. Also mit. Von den Kreditkarten. Naja, ich lebe immer nur so mit Karte, ne? Das kann man nicht. Meinst du, das ist scheiße? Ist das falsch? So zu leben? Nein, die Kreditkarten waren das Problem, die Schulden darauf. Sie durften nicht sein.
Kredite sind dafür da, wenn Leute mehr Geld brauchen, als ihnen zusteht. Sie brauchen jetzt eine Extrasumme, weil sie sich was Größeres holen, was sie jetzt nicht auf ihrem Konto auf haben. Auf Pump sozusagen, auf Lüge. Ne? Nicht auf Pump, sondern einfach gegeben. Die Frage an die Regierung oder die Banken, die Genehmigung für eine Extrasumme. Weil jeder Mensch, wo es Gelder oder Ressourcen gibt, hat Limits. Ein Limit, was jemand haben darf. Im Prinzip geben die aber dann trotzdem raus, Sachen raus, die sie nicht haben. Das stimmt, aber sie haben Geld ist ja auch, schon, ja. Die Banken drucken ja, sie können erstellen, sie können auch eintragen, die digitalen Gelder. Ja, virtuelle Zahlen. Ja, sind Zahlen, das ist schon, jemand hat gesagt, eigentlich ist es einfach, jemand gibt ein und dann erscheinen die Zahlen. Ja, aus der dünnen Luft. Aus der Luft. Fast, jemand muss schon eingeben und was machen oder jemand muss Scheine schon drucken. Aber stell dir vor, die dürfen das, wenn ich und du das machen, solche Systeme erschaffen, kommen wir ins Gefängnis. Ist das unfair oder ist das unfair? Da kommt man nicht für ins Gefängnis. Da kommen andere für ins Gefängnis, die vorenthalten, Leuten sozusagen auf Schulden Geld rausgeben. Auf strafrechtlichen Schulden, dass sie sozusagen falsches Minus haben. Das ist eine Straftat. Ja. Wie wir gesagt haben, Banken sind gepflichtet, Gelder zu geben, ohne dass jetzt ein Geldguthaben im Konto besteht oder eine Arbeitsleistung erbracht ist. Rein, weil sie Lebensformen sind, Bürger sind und Gelder benötigen, muss die Bank das geben, ohne jetzt nachzufragen, habt ihr jetzt was auf dem Konto und nur das, sondern das können sie auch fragen, das können sie auch fragen, ob die was auf dem Konto haben, bevor sie geben. Aber die Kreditsysteme waren eigentlich nur zur Akquirierung von Zusatzsummen. Es war nicht dafür da, zu sagen, jetzt möchte er einen Kredit, eine Zusatzsumme und die muss er zurückzahlen. Das ist falsch. Sondern er müsste die Zusatzsumme bekommen, ausgeben und dann fließt sie wieder im Kreislauf zurück. Das Problem war die Rückzahlung. Jemand hat schon gesagt, bei den Krediten war die Rückzahlung das Problem. Das Geld müsste behalten werden, wenn es legitimiert worden ist wie bei einem Kredit. Müsste Gelder bekommen werden, dann kann man es ausgeben. Meine Frage sollte ist, man neues Geld benötigen, was man jetzt durch die Arbeit nicht hat oder nicht angespart hat, geht man zur Bank und dann müsste sie es geben und erlauben. Meine Frage ist, wieso kriegt nicht jeder irgendwas? Irgendwo kriegt schon jeder irgendwas und hier wird es auch gesorgt dafür, dass die Systeme auch bei Banken und Läden wieder laufen und es stoppt, dass die Bevölkerung beklaut werden, die Bürger, Bürgerinnen, Kinder, Babys, Ungeborene, wir werden alle beklaut. Jugendliche, Erwachsene, Militärs, Konzerne, Industrie hat es auch getroffen. Die Frage ist, warum werden wir so ausgebeutet? Was soll das? Warum werden wir in die Enge getrieben? Obwohl es alles an, wie nennt man das? An unschätzbaren Wert oder unerschöpflichen Wert. Es gibt ja kein Ende eigentlich. Das Gras wächst ja auch von ganz alleine und strengt sich nicht an. Das waren die Konfliktgründe, Konfliktsituationen, dass wichtige Wissensgeber nicht drauf gehört worden sind. Manche wurden in die Psychiatrie gesteckt, wurden gesagt, hier, sie sind verrückt. Da gab es gewisse Teams, wenn jemand die Wahrheit gesagt hat, kamen welche drum und haben einen auf unwahr getan. Hört genau hin. Und haben sie in die Psychiatrie geschickt, bei Polizei, Militär ist dasselbe passiert. Bei Flugzeug, bei Jetpiloten, wenn die ein UFO gesehen haben, wurde gesagt, hier, ihr habt eine Halluzination gehabt mit mal ein paar Tabletten und geht ab. Ach, das Geldsystem ist eine Lüge. Und es wurde wie ein System aufgespielt, wie eine Software. Und alle glauben dem System. Eigentlich hat Geld keinen Wert, weil es aus einer Schuld entstanden ist. Es ist nicht aus einer Schuld entstanden, es ist aus einer Arbeit entstanden, aus einem Bedürfnis. Jemand wollte Geld erschaffen, einerseits als Lebensraum. Das Geld bietet einen Lebensraum. Alles, was hier drin ist, ist gelebt, was drauf, Lebensraum. Ja, aber Geld ist ja auch nur Energie. Und der Handel. Geld ist ja auch nur Energie, Geld ist ja auch nur eine Form von Macht. Wenn du jetzt diese gewisse Summe oder Zahl in Form von Ziffern auf deinem Bankkonto hast, hast du ja auch für den Moment oder für diesen Zeitraum oder was auch immer, für diese Jahre, hast du diese gewisse Energie, diese Power, diese Macht. Ne? Genau, eigentlich ist es ja trotzdem virtuell. Wie kommt man an die Macht? Das heißt, die Menschen arbeiten ja täglich für eine Illusion, die eigentlich schon bereits existiert. Das ist eine
nicht nur eine Illusion, es ist fürs Leben einfach, für unsere gemeinsame Kaiserliche wichtig, Regierung, ja. Für unsere gemeinsame Regierung, die BAG, die Bundesregierung, sowie die Wehrmacht. Die ist auch dabei. Wieso kann nicht jeder gut leben? Wieso können wir nicht die Macht? Das wird auch gemacht. Es wird jetzt, da sind die Regierungen jetzt dran, die Militärs, Polizei, Sicherheitsdienste, das ist auch dabei, das zu regeln, dass alle leben können. Nach dem, was möglich ist. Richtig, das heißt, alle sollen leben, wie sie wollen. Richtig, werden, genau. Im Laden gehen, ihre Sachen kriegen können, ins Restaurant kriegen gehen können, ihr Essen bekommen können, ohne zu zahlen oder zu zahlen. Beides wird möglich sein. Ah ja, okay. Es ist immer bitte zu beachten, da wo Gelder gibt, da muss auch die Ware ohne Geld ausgegeben werden. Alles andere bezichtigt den Tatbestand des Diebstahls. Mhm. Nicht jede Art, nicht jede Person will mit Geldern umgehen. Mhm. Weil es sind Lebensräume, das gibt so Bindungen, da kommt was rüber, da lebt Zeit. Wie lange wird es noch dauern, bis wir das sozusagen Paradies auf Erden gerade erklärt haben? Das Paradies ist ja nicht nur ein Paradies. Paradiese werden auch renoviert. Wir erwarten jederzeit gerade, also mit sofortigen Einsätzen, die Einheiten. In anderen Universen, Planeten passiert was, hier passiert auch schon was. Es wird so wie so ein auch, wird mit dabei sein, so ein Switch sein. Die Bevölkerung werden informiert werden, dass sie dann in die Läden gehen können, sich Ware holen können, die sie benötigen. Ganz kurz mal Richtung Verknappung. Nochmal ganz kurz in Richtung Verknappung. Wer verarscht uns? Wer macht diese Künste? Straftäter hatten wer macht Konflikte diese erzeugt, die auf Konflikte, auf Art und Rassen eingebürgert waren. Da waren jetzt zum Beispiel Menschen sauer auf Vögel oder Vögel auf Menschen. Da haben welche was gemacht, um sich zu... Die Vögel zu Dings. Aha. Ja, aber sind nicht die Vögel an sich, sondern da waren Straftäter, wie bei den Menschen. Da waren Straftäter, die haben was gemacht und die haben Konflikte hervorgerufen. Das Zweite war die Entstehung von Planeten. Manche dachten, sie wären hier entstanden, ja. Und es gäbe noch nichts. Es gäbe noch keine Handys, noch die gäbe es ja schon in anderen Zeiten. Ja, natürlich, das ist, glaube ich, nichts Neues. Und da hat jemand gesehen, da bilden sich Regierungen, die sowieso existieren, wie unsere gemeinsam kaiserlichen Regierung, kommen her und sagen an, wie es zu leben ist und haben sich bedroht gefühlt. Sie dachten, wenn die Menschen auf einmal das ganze Wissen, die Power kriegen, wären sie gefährdet. Das wurde Vögeln also es gibt dachten, sie wären denn gefährdet. Dabei benötigen die Vögel das, weil sie werden auch stärker kriegen ihre Technologie. Das heißt, es gibt Leute, gewisses Ego, die nicht wollen, dass alle diese Power haben. Ja, das beruht auf Schutz und Sicherheit. Ja, jeder will sein eigenes. Das war auch so ein bisschen, wo was hier welche kennen, in dem Bereich, bei der wo das Konflikt war, wo es hieß, die Juden waren es. Da hat jemand, das ist so eine Systematik, was auf Wahrheit beruht, weil die gute Sachen machen, sehr, sehr gute Sachen. Aber da kam es auf, dass alle dachten, da wurde den Deutschen beigebracht, wenn es ein Jude ist, dann ist es ein Straftäter. Und das kann man so nicht machen. Das war fast wie bei Deutschen, haben die auch gesagt. Mhm. Die Erbschuld wegen den KZs, die Deutschen sind Straftäter. Aber das sind nicht die Deutschen, das waren einzelne Straftäter unter richtig. Ihnen. Damals sollte auch schon Justiz gemacht werden, Säuberung gemacht werden, der späte Reinigung. Weil es sind solche Punkte, die auch jeden betreffen, wenn Kinder durch die Straßen gehen oder Erwachsene. Ich denke nämlich auch, dass Straftäter bestraft werden sollten, abgesehen von ihrer Religion und Herkunft. Das ist ja alles Blödsinn. Straftäter sind Straftäter, egal wo du herkommst. Das Problem war, oder Leute, die Welt beherrschen, ist auch scheißegal, woher sie kommen. Das ist ja einfach nur, irgendwo sind wir auch eins. Am Ende herrscht das Mensch. Regierung und Leben. Das ist das, was am Ende herrscht. Das Leben und aber wieso die, meine Frage nochmal dazu, wieso die Verknappung? Wieso wollen sie uns nicht ihre Power abgeben? Was soll das? Schwächung. Da haben sich welche gegenseitig schwächen wollen. Manche waren eingestellt auf kleineren Rahmen, dass sie eine Art und Weise bezichtigt hätten, dass sie an ihrer Art eine Straftat gemacht haben. Mhm. Dann haben sie gesagt, es wäre die ganze Art und Rasse. Weil das Geld ist ja eigentlich, staut sich an einem Punkt. Aber man könnte den Fluss
wieder laufen lassen und das Geld an alle Menschen verteilen auf dieser Welt. An alle, die es benötigen. An alle, die es benötigen. Nicht jeder will jetzt Gelder haben. Manche wollen einfach in den Laden reingehen, ihre Ware haben. Essen, wollen in ja. den Laden reingehen, ihre Sachen haben. Sehr stark, ohne ja. ohne jetzt Geld hinzugeben. Da hast du recht. Ist beim Lohn auch so. Nicht jeder will für Geld arbeiten gehen. Irgendwo ja. arbeitet jeder dafür, aber irgendwo will jemand einfach leben, einen Job haben, sein Dings machen, aber wissen das, was, hier, was man benötigt. Saubere Klamotten, eine Unterkunft oder ist zur Verfügung. Aber an manchen Stark Orten sagen. War das geblockt. Jemand hat gesagt, da gibt es nur eine Unterkunft, wenn man mietet. Das ist auch wie ein Diebstahl. Ist manche auch, in der ja, Besetzerszene, ja, 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 ja. die haben sich gezeigt, die sind in Häuser gegangen, haben keine Miete gezahlt. Das war legitim, weil der Anspruch besteht, dass Lebensformen wohnen können, wo Wohnraum ist, wo es ihnen zusteht, um ja. Miete zu zahlen. Ja. Aber sie können auch natürlich, wenn sie wollen, können sie Miete zahlen. Beide Wege. Das erinnert mich ein bisschen so an, hey, da ist fließendes Wasser aus dem Fluss irgendwo und du kannst daraus trinken oder du kannst daraus dafür auch bezahlen. Genau so Aber im Prinzip ist das Wasser. Genau so ist stark, es. Und sehr stark. Das Leben auch aufgebaut auf Grundlage der Nötigung. Weil auch manchmal andere Arten herkommen zu Besuch, Diplomatie. Die kommen jetzt nicht aus Bereichen, wo es der Geld gibt und die wollen nicht unbedingt Geld anfassen oder benutzen. Für die ist es dann natürlich wichtig, dass sie auch die Ware kriegen. Plus die, die auf dem Planeten sowieso leben und existieren und sich sagen, sie verbringen jetzt nicht ihre Zeit, sich Geld anzugucken, anzufassen, sondern machen was. Und sie wollen ins Restaurant, bestellen sich was, kriegen das. Das sind die höheren Leute, sagst du, ja? Es geht auch um Bevölkerung, ganz okay. normal für Bürger, Bürgerinnen. Weil Geld geht mich eigentlich auch nichts an. Ich will einfach nur, Geld hat ja, was ich jetzt immer mehr merke als Social Media Creator, ich habe zwar nicht viel, aber auf einer Art und Weise, irgendwo kommen wir auf den Punkt, dass Geld eigentlich komplett wertlos ist. Du gehst ja nur rein, um was zu nehmen. Ja, aber so wertlos ist es. Es gibt schon Gelder mit Wert, die gibt es. Ja, wie soll ich das erklären? Damit es auch jeder Trottel versteht. Die gibt es auch, aber eigentlich. Ich meine, eigentlich ist doch alles zugänglich. Wenn ich jetzt will, und diese nötige Energie habe auf meinem Konto, kann ich jetzt einfach rein, auf die primitivste Art jetzt gesagt, und mir einfach diese Karosse mit den Gummireifen nehmen. Verstehst du? Ich nehme sie mir einfach, mache einen Transfer mit den Ziffern und hole mir diese Karosse mit Gummireifen. Für 120.000 Euro zum Beispiel. Oder du gehst in einen Uhrenshop. Das ist jetzt die primitivste Art und Weise, die keinen Schwanz braucht. Das brauchst du ja eigentlich, deswegen flow ich nicht so. Ich flow nicht so mit den ganzen Luxusgütern, weil die sind ja primitiv. Also das ist ja nutzlos. Wem interessiert eine 10.000 Euro Uhr? Aber wieso wird das so vermarktet von der Elite? Das wird nicht nur von der Elite vermarktet, das war gelerntes. Manche hatten was gelernt, die sind aufgewachsen und hatten gelernt, dass sie, naja, das Auto nur für Gelder bekommen. Dabei sind da ganz andere Bindungswege. Bei Autos, manche Autos suchen sich auch selber aus. Es gibt lebende Autos als Lebensform. Sie basieren so ein bisschen auf die Technik, was Handys haben, was Handys zum Leben macht, als Person und Körper. Das haben Autos auch. Manche Transformers, na gut, nicht jeder Transformer ist ein Auto, sie leben auch. Das sind Lebensformen und die haben ihre Gabewege. Manche brauchen halt einen Bediener, wollen Bediener haben und sich bedienen lassen und fahren lassen. Das ist unterschiedlich. Daher kam auch eine Meldung, dass so viele Autos geklaut werden. Weil da wurden Autos Bedienern vorenthalten, weil jemand gesagt hat und gelernt hat, das gibt es nur mit Geld. Aber ich meine, wo ist denn der Unterschied? Wenn ich mal ganz kurz nochmal kurz anspreche zum Schluss, bevor ich abhaue. Wo ist denn der Unterschied? Weil so eine Luxusuhr ist ja auch aus demselben Edelstahl oder Metall gebaut worden wie eine Swatch für, keine Ahnung, 100 Euro. Die Materialien sind doch dieselben. Wieso wird das so hoch vermarktet? Warum ist alles nur Vermarktung heute? Manche haben den Preis versucht zu bauen innerhalb, naja, wie wird sie hergestellt? Wieso glauben alle an eine Lüge? Das verstehe ich. Nicht alle glauben an eine Lüge, manche identifizieren ich nicht. Nur. Manche identifizieren nur. Manche identifizieren das nur. Manchen wurde halt eine Lüge für Wahrheit verkauft. Sie haben nicht gelernt, wie die Wahrheit auszusehen haben. Ihnen wurde eine Lüge gezeigt, aber sie haben nicht gelernt, wie sagen wir, sie haben nicht gelernt, was die Wahrheit ist. Jetzt lernt jemand eine Lüge, hält sie für die Wahrheit, weil er die Wahrheit nicht kennt, muss erstmal jemand in die Wahrheit. Krasse hat. Aussage, Alter, du hast gerade zersägt. Genau das ist es, worauf ich hinaus wollte.
Und deswegen sind wir Leute wie du lieber, die was im Kopf haben, die über solche Dinge nachdenken. Weil die Leute denken ja gar nicht mehr nach. Und die was lernen davon. Richtig. Manche lernen was ja, du weißt, was ich meine, ne? Manche werden gar nicht lernen. Ja, manche werden gar nicht lernen. Gut, ich habe jetzt auch ein Handy im Wert von 1600 Euro, weißt du? Aber das ist das Einzige, was ich jetzt hier habe, ne? An mir. Ja, ich habe jetzt keine 60.000 Euro an mir. Ja? Naja, gut. Alles klar. Ich danke dir für die Unterhaltung, mein Lieber. Ja? Wo bist du denn meistens? Bist du öfters hier oder wo bist wir du? Wir hoffen, dass wir bald zum Thron kommen. Dann kann man da nochmal ein Interview machen. Ja. Wenn du dann am Thron bist, wirst du mich dann wieder... Wenn du dann sozusagen dein Ziel erreicht hast und am Thron bist, wirst du dich dann an mich erinnern? Sollen wir uns an euch erinnern? Ja. Nicht, dass du mich vergisst, wenn du on top bist, Alter. Okay. Yeah. Wir sind eigentlich schon, brauchst du noch was? Wir sind, das ist es. Wir sind schon da, wo wir sein wollen. Mhm. Aber uns wird es verkauft, als wären wir noch gar nicht da. Mhm. Aber wir haben schon alles. Deswegen kommt die Power von innen. Das werden sehr viele nicht verstehen. Sehr viele werden es verstehen. Viele werden, also einige werden es verstehen. Nur die wenigen. Ja. Dass das alles auch energisch nur wie so eine Art Traum ist, dass du eigentlich alles haben kannst, wenn du dich dafür bemühst. Ja, gut, ich danke dir mal lieber. Das war mal wieder ein etwas anderes Video. Ja, meinst du, ich kann das den Leuten zutrauen, das Ding hochzuladen? Ja, kann man das hochladen, denkst du? Kann man laden, ja? Ich glaube schon, dass wir auch so weit sind. Starke Unterhaltung. Ich glaube, sowas halt muss ich mal öfters machen. Wir sehen uns ja öfters. Alles Gute. Zum tausendsten Mal, wo bist du denn öfters zu sehen? Wo kann man dich denn treffen? Was brauchst du? Brauchst du Klamotten zu trinken, was zu essen? Schuhe wäre gut, ne? Okay, pass auf. Wo findet man dich das nächste Mal? Wir sind meistens immer sehe ich Obdachlos oder Leute und dann sehe ich sie nie wieder. Okay. Und dann wird sich sowieso geguckt, eigentlich erwarten wir, dass sich jede Sekunde hier was ändert. Das heißt, es ist wie das, wo bist du morgen? Dass Armin einfach mal reinkommt und Polizei noch was klarstellt. Da müssen sich auch welche drauf vorbereiten. Aber wo bist du morgen zum Beispiel? Wo bist du? Wir hoffen, dass bis morgen alles schon geklärt sind. Da sind Kinder in Geiselnahmen, da muss rausgeholt werden. Ansonsten sind wir hier in dem Bereich. In dem Bereich, alles klar. Mach's gut, danke dir nochmal. Brauchst du sonst irgendwas noch? Eigentlich nur sowas. So Klamotten, ne? Müssen wir mal gucken. Na, wenn du jetzt öfters hier bist, dann jetzt um die Uhrzeit kann man zum Beispiel nichts mehr machen, ne? Es ist schon leider viel zu spät. Wird auf jeden Fall. Mach's gut, ich hoffe, ich sehe dich nochmal. Bei jedem, den ich begegne, die sehe ich nicht wieder irgendwie. Mach's gut, ja. Ciao, ciao. Schönen Abend. Wow. Was für ein junger Mann. Was für eine Unterhaltung. Die Stunde hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich habe auch durch ihn was gelernt, ne? Und jetzt auch mal ganz kurz unter uns. Klar hat er hier und dort mal ein paar Ausschweifungen. Aber er hat ganz, ganz viele Grundbausteine erwähnt, die so ein ganz normaler, logischer Verstand jetzt hier von den Leuten nicht checken würde. Also nicht jeder würde checken, das, was er gerade erzählt. Er hat auch die Dinge sehr gut ummantelt und wie er sie sozusagen besprochen hat, war auch sehr, sehr interessant. Falls ihr jetzt denkt, ich bin bescheuert oder habe meinen Verstand verloren, nein. Ich versuche alle Formen und alle Denkweisen an mich zu reißen und von denen zu lernen. Weil diese Gedanken kommen ja nicht von irgendwo her. Ich glaube, dass wir Menschen viel mehr können, als wir denken. Und da bin ich schon sehr lange dahinter. Guck mal hier, Kripo. Ja. So, aber ich verabschiede mich jetzt von euch. Das war sehr, sehr interessant. Ich schaue zu, dass ich gleich nochmal zu einer Sparkasse gehe. Den werde ich jetzt nicht einfach so lassen mit diesen 4, 5 Euro, was auch immer ich ihnen da gegeben habe. In Kleingeld. Vorhin habe ich auch noch ein bisschen Kleingeld gegeben. Ich gehe jetzt gleich in die Sparkasse und gebe ihm natürlich nochmal ein 20 oder so. Damit er nicht denkt, Alter, der hat mir ein Video gemacht und jetzt geht er wieder. Und lässt mich jetzt hier alleine. Und er übernachtet heute Abend hier, ne? Ich habe seinen Schlafsack gesehen und er braucht auch Schuhe. Ja, wir müssen schauen. Wenn ich ihn wieder sehe, kriegt er was. Ich habe ja immer alles dabei dann. Wenn er nicht mehr anzutreffen ist, ist das wieder dasselbe Spiel. Jenen, den ich wieder treffen möchte, den sehe ich einfach nicht mehr. Ja? Mike und Peter, die würde ich ganz gerne auch mal sehen, habe ich nicht mehr gesehen gehabt. Einfach weg. Wie von Erdboden verschluckt. Nicht mehr am Zoo. So, und das ärgert mich so ein bisschen. Das war's mit dem Gesilze. Mein Name ist Six All in the Mix. Danke fürs Zugucken. Daumen nach oben. Ich hoffe, ein paar unterhaltsame Momente gab es im Video. Wie gesagt, man merkt, dass der Mann kleine Probleme, also einige Probleme hat, so auch kopftechnisch. Aber er ist nicht blöd. Ja, er ist nicht dumm. Er ist vielleicht ein bisschen crazy, so wie ich.
aber er ist nicht blöd. Danke fürs Zugucken. Six, all in the mix. Abonnieren, ganz, ganz wichtig. Abonnieren nicht vergessen. Daumen nach oben. Und mein PayPal-Link ist unten in der Infobox. Alles, was ich bekomme, ja, wisst ihr Bescheid. Hier, die Illusion. Ja, mach's gut, Jungs, ja. Hier. Das ist die Illusion, zieht sie euch rein. Imperialismus. Kapitalismus. Menschen kaufen sich Dinge, die sie nicht brauchen. Und sie arbeiten hart dafür, um sich danach Dinge zu kaufen, die sie nicht brauchen. Gruß aus Berlin-Charlottenburg.